Na, wie geht's euch? Oh, was jetzt? Oh, jetzt. Okay. Puh. Ja, sind schon wieder einige am Start. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, den habe ich schon alles gelesen. Extreme, Flo, Argus, den Kommandanten hatte ich schon gelesen. Ich glaube, The Man Who's Old habe ich auch schon gesehen. Hallo, hallo. Freue ich mich jetzt total. Ja, Nika Goss-Stream, richtig. freut mich, wenn du dich freust. Ja, ich lasse mich auch blicken. Du dich auch. So. Wie war eure Woche? Habt ihr die Woche alle gut rumgebracht, gut ins Wochenende gestartet? Ist immer das Schöne am Freitag. Wir machen heute, ich habe ja schon Mittwoch auch schon gekocht, wieder ein HelloFresh-Rezept. Und zwar ein Rinderhüftsteak mit Bouillon-Kartoffeln und Kräuterbutter, dazu Bohnengemüse mit Spinat. Sehr gespannt. Wir haben dafür Fleisch da. Hier, jetzt habe ich es kurz gesucht. Also wir haben hier diese, theoretisch sind es glaube ich, nee, sieht mir nach einem aus. Vielleicht müssen wir selber durchschneiden, auf jeden Fall Fleisch. Dann haben wir Kartoffeln, die sieht man hier in der kleinen Kamera sogar ein bisschen. Eine Tomate, Butterbohnen haben wir hier. Eine Knoblauchzehe, Hühnerbrühe, Blattspinat, der sogar noch ganz gut ausschaut. Ich gehe nicht drüber. Und Kräuterbutter. Mehr brauchen wir nicht. Also gut, Auflaufform brauchen wir noch, einen Topf brauchen wir, eine Pfanne brauche ich später. Aber ja. Gerade erledigt, jetzt ist entspannt, passt dein Stream super rein, das freut mich zu hören. Liegt gerade am VIP-Bereich ein Bericht. Oh, das wird schwierig, Kommandant, das wird schwierig. Wieso, weil es da Schnittchen gibt? Das habe ich vorhin gelesen. Schönes Outfit meine Woche, aber sportlich und gut, das freut mich und Dankeschön. Ja, ist gemütlich, ich liebe dieses, meine neue Jogginghose und ich liebe die, die ist super bequem. Ja, deswegen habe ich die jetzt so gerne an. So, ich würde sagen, wir fangen direkt schon mal mit den Vorbereitungen an. Und zwar, ich als allererstes heize ich mal den Backofen vor auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Dann ist der schon mal dann soweit. Da gibt es was zu futtern. Ja, ja, nur deswegen willst du dahin. Tommy, guten Tag, wie geht's dir? So, ich habe keinen Schäler hingelegt. So, den brauchen wir. Dann würde ich sagen, wir fangen nämlich als allererstes an mit den Kartoffeln. Die müssen wir schälen. Und wenn ich sie geschält habe, dann werden die einfach nur geviertelt. Genau. Das passt dann schon. Ganz gut und dir, so mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich bastel gerade selbst in der Küche, da passt es optimal. Nur mache ich einen gesunden Snack. Oh, was gibt's denn Gutes? Bin zwar seit 6.30 Uhr wach, aber noch nicht aufgestanden. Ist doch auch mal ganz nett. So, jetzt muss ich kurz, da, das hier wird eine Abfallschüssel. Da packe ich dann die Kartoffeln rein. Okay. Niklas, hallihallo. Wie geht's, wie steht's? So, also ich fange jetzt einfach schon mal an, die Kartoffeln zu schälen. Bin sehr gespannt auf das Essen. Ich hoffe, dass es gut schmeckt. Aber ich denke und hoffe zumindest schon. Ich habe heute bis jetzt auch noch nicht viel gegessen. Ich war nur kurz beim Bäcker, habe mir einen Krapfen gekauft. Ich war schon vorhin, habe mich noch testen lassen sozusagen, weil wir nämlich heute Abend ins Kino gehen wollen. Und da ist ja bei uns 2G+. Deswegen habe ich mich testen lassen und ja, bin dann noch beim Bäcker kurz rein, habe mir einen Krapfen mitgenommen. Weil ich dann doch schon ein bisschen Hunger hatte. Boah. Aber das war es bis jetzt auch heute. Deswegen freue ich mich eigentlich aufs Essen. Ich weiß nicht, was gab es bei euch heute? So, wer hat heute schon jemand gekocht? Oder was gibt es heute Abend? Wie sieht es bei euch so aus? So. Salat-Drop sozusagen. Trauben, die in Limetten Zitronensaft eingelegt werden, danach mit Stevia gesüßt werden und dann gefroren werden. Ein gesundes Bonbon sozusagen. Das ist ja cool. Hast du das schon mal gemacht oder probierst du das jetzt gerade zum ersten Mal? Ich habe auch schon mal was, habe ich mir zumindest mal abgespeichert, wo jemand Gummibärchen selber gemacht hat, aber in einer, ich weiß nicht, entweder zuckerarmen Variante oder sogar, ich glaube, es war nicht zuckerfrei, ich glaube, es war zuckerarm. Habe ich mir auch mal abgespeichert, weil ich es irgendwie voll interessant fand. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Aber das ist auch sowas, was ich echt ganz cool finde.
Sunflower Soul. Grünkohl mit Mettenden. Sehr geil. Hüftstick muss man morgen. Ja, ich bin gespannt. Das hattest du letztens schon mal gesagt, dass die ein bisschen einen, ich sag mal, eigenen Geschmack haben. Das habe ich tatsächlich immer noch so im Hinterkopf. Deswegen, also ich bin gespannt, ob ich da einen krassen Unterschied schmecke oder nicht und ob es schmeckt. Lassen wir uns überraschen. Döner. Döner geht auch immer. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Habe ich auf Instagram gesehen, schon probiert. Super lecker, echt klasse. Kannst du mir auch empfehlen. Das ist doch cool. Ron, hallöchen. Ich mache gleich Gyros vom Grill mit Süßkartoffelpommes. Ach, geil, Argosch. Das finde ich auch geil. Hätte ich auch Bock drauf. Pris Opsis. Moin. Grillkorn. Was ist denn? Pi-Impel? Was ist das? Was ist das? Eine Wurst, der Räucherwurst, sagt mein Mod. Er hört sich aber auch gut an. Ist ja dann ähnlich wie mit den Mettenden, ne? Grützwurst. Ja. Ist doch cool. Habt ihr euch abgesprochen hier mit Essen? So. Bin schon gleich mit den Kartoffeln schälen fertig. Das ist heute ganz cool. Wir müssen heute relativ wenig Gemüse schnibbeln und so. Es sind eigentlich nur die Kartoffeln, dann die eine Tomate. Und ich denke, den Blattspinat, den können wir so lassen. Gezupft ist er ja schon. ja, echt ganz cool. So. Mal nicht so viel Gemüse zum Schnibbeln. Ja, weil ich gerade sehe, weil der Ron Kanalpunkte für die Community-Herausforderung spendet. Wenn ihr Community. Wenn ihr Kanalpunkte übrig habt, könnt ihr die gerne noch ins Community-Goal reinhauen. Ziel, oder wenn ihr es schafft, gibt es demnächst irgendwann einen 12-Stunden-Stream mal wieder. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich bin mir sicher, ich habe es jetzt auch erst einen gemacht. Der ist schon über ein Jahr her. Aber das, wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr da eure Kanalpunkte reinspenden. So. Ich viertel jetzt kurz die Kartoffeln. Oder achtel, je nachdem. Ich mag es auch nicht zu groß. Ich weiß nicht, ich bin immer kein Fan davon, wenn die Stücke zu groß sind. Ich muss immer, weiß nicht. Muss gut passen. Ich spende hier nichts, bekomme ja nicht mal ein Schnittchen hier. Oh, Kommandant. Bei Ihnen Punkt fürs Rezept. Okay, Flo. Auch gut. So, bin ich? Ja, ich muss gerade mal gucken. Was ihr wisst, das Steak im Braten Medium oder Schuhsohle? Schuhsohle. Kennst mich doch. Ich mag das nicht, wenn das Medium ist. Das muss eine Schuhsohle bei mir sein. Es geht nicht anders. Ich weiß, jetzt werde ich bestimmt von ganz vielen verteufelt, aber ich mag das einfach nicht, wenn es noch... Ich sag mal, so minimal wäre für mich auch noch okay, wenn es minimal rosa, sage ich jetzt mal, aber wirklich minimal. Bin kein Freund von Medium oder... Nee. Nee. Aber ich stehe dazu, ich bin so ehrlich. Okay, ja, da kommen schon die weinenden Smileys. Das Tier ist schon tot. Sie bringt es nochmal um. Danke. Klar. So. Stony, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinguckst. Oh, und ich habe ein Follow verpasst von... Brissopis. Dankeschön noch für dein Follow. So, okay, also. Kartoffeln sind geviertelt.
oder geachtet oder was auch immer. Sind geschnitten. So. Arbeit, Arbeit und bei dir so? Ah ja, ich hab. Heute war tatsächlich bei mir auch sehr ruhig auf Arbeit. Und ich habe schon. 12:45 habe ich heute schon Feierabend gemacht, relativ früh. Weil ich um 13 Uhr, wie gesagt, hatte ich einen Termin zum Testen und so. Und habe ich mir gedacht, so, mache ich einfach gleich Feierabend. Von dem her, ich bin schon voll ins Wochenende reingestartet, sozusagen. Sind deine Schuhe kaputt oder warum machst du das Fleisch so? Weil es anders nicht schmeckt. So, jetzt müssen wir in einem Topf 450 ml Wasser zusammen mit der Hühnerbrühe vermengen und salzen und einmal aufkochen lassen. Ist die Frage, ich glaube, dafür tue ich, also stelle ich die kleine Kamera jetzt nicht drüber, oder? Das ist einfach nur eine Art Gemüsebrühe, weil danach muss sie wieder hierher. Aber ich fülle mal kurz Wasser ab. Also, Wasser. Dann haben wir hier, ich habe es vorhin schon gezeigt gehabt, die Hühnerbrühe. Wofür das Testen? Wir gehen heute Abend ins Kino und da ist 2G Plus. Deswegen brauche ich einen Test. Vor 17 Uhr wird das bei mir nicht zu feiern. Oh. Das finde ich immer doof. Das finde ich ja wirklich, hatte ich in meiner Ausbildung zum Beispiel auch. Da musste ich auch freitags bis 17 Uhr arbeiten. Aber jetzt haben wir halt so ein bisschen ja, Gleitzeit und das ist schon super praktisch, wenn man halt einfach, selbst unter der Woche, bei mir sind es halt meistens so 2 Stunden halt, die ich reinarbeite. Und dann mache ich halt freitags immer nur 6 Stunden. Das ist schon angenehm, muss ich sagen. 20 Uhr bei dir, Stoney. Du hast dann aber auch später erst angefangen, oder? Ja, Jürgen, Hallöchen, wie geht's dir? Ich oute mich auch, mein Papa isst nur Wäldern. Da habe ich als Kind auch immer Wäldern gegessen, dachte, das gehört sich so. Ja, ist doch okay, Flo. Ich finde, jeder, wie es ihm schmeckt, ne, also um Gottes Willen, das ist. Ich habe auch zum Beispiel der Freund von meiner Mama, isst das auch sehr gerne, wenn das noch sehr rosa ist. Und der grillt halt auch super, super gerne. Das ist immer Streitthema, weil meine Mutter auch immer sagt, nein, das muss doch sein. Und er war so, nein. Und dann macht er sich immer sein eigenes Steak. So, weil manchmal teilen die halt auch so ein bisschen, kaufen sie so unterschiedliche. Und dann wird halt immer geteilt, aber das ist immer, ja, ist immer ganz witzig eigentlich. Habe ich richtig gelesen? Bohnen mit Spinat im Jahr. Rinderhüftsteak mit Bouillon-Kartoffeln. Bouillon. Dann Kräuterbutter dazu und Bohnengemüse mit Spinat noch. Ja, bin ich. Kann schon gut werden, glaube ich. Je nach Fleischqualität mag ich es auch Englisch, aber meist Medium. Oh, du bist ja krass. Aber wie gesagt, das ist halt das. Jeder mag es anders, von dem er darf und soll jeder so essen, wie es ihm am besten schmeckt. Ne? Ich mache jetzt kurz die Hühnerbrühe da rein. Genau, wir sollen das nur einmal aufkochen und dann kommen nämlich hier die geschnittenen Kartoffeln in eine Auflaufform. Dann kommt die Hühnerbrühe, die gesalzene Hühnerbrühe kommt da oben drüber. Über die Kartoffeln und dann werden die 30 bis 35 Minuten im Ofen gebacken. Ich habe ihn ja gerade schon vorgeheizt. Das ist jetzt das erste. Genau. Wir brauchen dann, ich kann schon mal für meinen Mod dann einen 30 Minuten Timer. Nur zur Info. So. Ja. Also Hühnerbrühe ist schon mal drinne. Ich glaube, es ist aber tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mit Butterbohnen koche. Bin ich ehrlich. Ich benutze Bohnen eigentlich super selten und wenn dann immer so diese Kidneybohnen, wenn es halt irgendwie Chili oder irgendwie sowas so Mexikanisches, so Spanisches, so in die Richtung. Sonst benutze ich Bohnen, glaube ich, allgemein super wenig. Nur Butterbohnen, bin ich ehrlich, habe ich noch nie was gemacht. Also bin ich gespannt auf, wie es dann auch schmeckt. Ich denke ähnlich wie Bohnen, gibt es jetzt nicht so die krassen Unterschiede, aber lass mich überraschen. So, das köchelt schon. Dann salze ich das jetzt einfach kurz und dann stelle ich die Auflaufform rüber und dann...
So sind die Kartoffeln. So, fast, sieht fast ein bisschen wenig aus. Weißes Chili ist so gut. Ja, ist das besser als, ich sag jetzt mal, normales Chili? Ja, habe ich noch nie probiert. Die sieht sehr dünn aus, die Brühe. Aber ich habe mich an die Angaben gehalten. 450 Milliliter. Naja. So. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir das gleich in den Ofen. Nutzt so viel Bohnen, esse halt aber auch vegan. Hat bestimmt sie. Ja, okay, das kann ich verstehen. Es gibt ja auch super viele Ersatzprodukte, die man aus Bohnen macht. Und wenn man vegan ist, dann ja, glaube ich dir das sofort. So, ich packe das jetzt in den Ofen. Und dann, wie gesagt, halbe Stunde bis 35 Minuten muss es im Ofen bei 220 Grad sein. Okay. Okay. Also, ist drin. Wir können den Timer starten. Sind schon bei Schritt 3, Leute. Ich bin heute zackig unterwegs. Also, als nächstes. Ah ja, sie haben übrigens noch einen Tipp hier stehen. Steche mit einem scharfen Messer in eine der Kartoffeln, falls sie zum Benutzen... Fällt sie vom benutzten Besteck, ist sie gar. Das hat mir meine Mutter auch immer... Die hat immer so einen... Wie nennt man diesen Dreizack, wo man so Kartoffeln aufspießt, dass man die besser schälen kann? Kartoffelpiekser? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff für dieses Ding lautet. Ich habe ich tatsächlich nicht, aber meine Mutter hatte halt immer mit dem früher gepiekst und dann halt auch geguckt, einfach ob die runterfällt. Aber ich glaube, das kann man mit jedem Besteck sozusagen machen. Genau. Und während die Kartoffeln kochen, mit dem Rezept fortfahren. Kriegen wir hin. Gemüse schneiden. Als nächstes Tomate halbieren, Strunk entfernen, Tomatenhälften in 1 cm Würfel schneiden. Okay, ich gebe mein Bestes. Gabel? Ja. Weiß nicht, was habt ihr denn heute, also ich weiß nicht, habt ihr heute noch was irgendwie geplant, was vor oder auch am Wochenende allgemein? Also wie gesagt, bei uns geht es heute Abend noch ins Kino. Ich glaube, sonst steht nicht so viel an, aber ist ja auch okay. Okay, lecker Baked Beans. Das passt, ist ja auch immer so ein bisschen so englisches Frühstück, oder? Da gibt es auch oft so Baked Beans und sowas. Seitdem ich einen Optikgrill habe, gibt es bei uns öfter Steak, egal auf Rind, Schwein oder Geflügel, kann ich nur jedem empfehlen. Echt mega für Veganer und Gerillten. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Optikgrill und ich mag ihn auch super gerne. Ich benutze ihn zwar nicht so oft, eigentlich müsste ich ihn öfter benutzen, aber wenn ich ihn benutze, bin ich auch sehr begeistert davon. Ich hätte jetzt einfach eine Pfanne gebraten. Ich könnte dann natürlich auch dann gleich noch den Opti-Grill holen für heute. Welcher Film läuft denn aktuell im Kino? Der Scream, da ist ein neuer rausgekommen. Den schauen wir an. Ich habe um 18 Uhr noch eine weitere Stream-Verabredung. Oh, mit wem denn? Ich gehe später einkaufen und dann heute Abend mit einer Freundin kochen. Oh, das ist auch cool, Flo. Das hört sich sehr cool an. Was kocht ihr denn? Habt ihr schon was... Oder lasst ihr euch noch beim Einkaufen inspirieren, sozusagen. Das stimmt. Okay, mein Mod hat mich gerade überzeugt, dass ich dann auch noch den Opti-Grill raushole. Was war das für ein Link? Lässige Hose heute, wa? Ja, V30 auf jeden Fall. So, also, Tomaten sind geschnitten.
Bohnen durch ein Sieb abgießen und mit Wasser abspülen, bis dieses klar hindurchfließt. Okay. Auch eine kleine Streamerin, die von dem Pietz verschenkt wurde, Androck. Ach, das ist ja cool. Ein Fitness-Instagram-Rezept mit Spinat, Feta, Pasta, sieht total lecker aus. Mhm. Hört sich auch gut an, so von dem, was so drin ist. Ja, warum nicht? So, also wir brauchen Sieb. Ich mache das jetzt nur über der Spüle. Da könnt ihr zwar nicht so richtig zugucken, aber ist jetzt auch nichts so Besonderes. Also wie gesagt, hier sind die Butterbohnen drin. Kann die euch ja dann auch mal kurz zeigen. Die packe ich jetzt ins Sieb und dann halt, wie hier drin steht, einfach eine Zeit lang mit Wasser drüber laufen lassen, bis das halt, ja, bis man die gewaschen hat, sage ich jetzt mal. Okay. Das ist schon schwer. Ja. Ja, stimmt. So, und mal, ich packe das kurz in eine Schüssel. So, also, sie sind gewaschen. So sehen sie aus. Ich finde, sie sind relativ groß, die Butterbohnen. Ich würde sagen, die sind ein bisschen größer als die Kidneybohnen im Normalfall. Nee, kenne ich nicht. Moin moin zusammen. Timo, hallöchen, wie geht's dir? So, also. Okay, dann sind wir mit Gemüse schneiden und so weiter fertig. Dann wird es hier jetzt mit den Rindersteaks weitergehen. Ja, dann hole ich jetzt mal kurz den Opti-Grill, ja. Das dauert ganz kurz. Ich bin aber gleich, ich verschwinde kurz aus dem Bild und bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz gucken, wo ich den hinstelle. Nein, ich muss hier ein bisschen Platz schaffen kurz. Okay. Sehr gut. Weiß man auch die Antwort? So, achso, ich muss ihn hier ein bisschen, ich glaube, ich muss ihn so hinstellen, dass man da auch sehen kann. So, ich muss jetzt da die Platten noch kurz, also das hier ist dieser Auffangbehälter. Und jetzt muss ich schnell schauen. Ich glaube, das hier ist die oben. Ich muss kurz, ja. So, das ist nämlich das Coole, die kann man... Ja, also diese Platten hier, die finde ich nämlich super cool. Die kann man halt so rausmachen, wie man gerade sieht, und kann man die auch wieder reinmachen. Und die kann man in die Geschirrspüler packen. Und musst du dann nämlich nicht mit der Hand sauber machen. Das ist sehr schön. Genau, die Schale hier ist aber nicht spülmaschinenfest. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber zumindest die... die anderen zwei Platten. So. Also, dann schauen wir mal. Schon ewig nicht mehr benutzt, das Ding. So, er muss auf jeden Fall erst wieder vorheizen, ne? Muss ich da jetzt schon was drücken? Ich glaube, ja. Ja, Preheating. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich euch das... Ha! Also, man sieht ja hier... Man sieht so ein bisschen, ne? Also ihr hört ja, der piepst. Der heizt jetzt sozusagen vor.
Ja, er macht Geräusche, genau. Und dann hier hat man auch, also man sieht ja hier das Leuchtfeld. Und es leuchtet in unterschiedlichen Farben. Und dann hat man hier quasi so eine Agenda dazu. Wie sagt man? Eine Legende, so heißt. Vorheizen, dann Start of Cooking, Rare, Medium, Well Done. Also er zeigt sozusagen mit der Farbe an und er piepst auch immer zu jeder Stufe sozusagen. Ja. Nee. So, ich muss mal bis dann. Flo, bis dann. Bist du zufrieden mit dem Opti-Grill-Kollegen? Ja, also ich benutze ihn tatsächlich nicht so oft. Das ist immer, ich müsste ihn eigentlich viel öfter benutzen, aber ich bin bis jetzt jedes Mal sehr zufrieden damit gewesen, ja. Ich finde es gerade auch bei Hühnchen und sowas eigentlich ganz nett, den zu benutzen, weil ich will halt, bin jemand so, ich will sicher gehen, dass das wirklich alles durch ist. Und ich brate das dann aber halt meistens tot, dass es halt dann schon fast so ein bisschen trocken wird. Und der macht es halt eigentlich ganz gut, dass es jetzt nicht, ja, eben vielleicht keine Schuhsohle ist, aber trotzdem durch. Niki Bär, hallo, wie geht's? Gibt auch eine Bürste zum Reinigen für kleines Geld, ist auch gut. Bist du sicher mit dem Vorheizen jetzt schon? Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt dann die Steaks drauf. Nee. So, jetzt muss ich nur erstmal kurz gucken. Hahaha. Moin. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, das Fleisch aufschneiden. Oder warte, ich nehme die Schere. Wo habe ich die hingelegt? Da. Die hatte ich ja gerade noch in der Hand. Ist der Gerät neu? Nö, ist er nicht. Die habe ich schon. Bestimmt, die habe ich schon über ein Jahr, glaube ich. Habe ich. Wenn nicht sogar bald schon 2 Jahre. Nee. Uncle Benny, ein Glücksgeist. Ich hole gleich einen, ja. Sofort. Ich schneide das jetzt. Oder ist das jetzt offen? Ja, jetzt. Ich mache nur kurz das Fleisch noch und dann hole ich einen Glückskeks. Nee, ist alles. Ja, sind wir uns vorheizen, hab den Grill auch. Anton Benny, moin. Mich beeindruckt dir immer wieder, wie du die 2-3 Stunden Stream durchmachst, ohne einmal zur Toilette zu rennen. Das kenne ich ganz anders. Ja, das alles geht schon. Muss man aushalten. So, davor und danach. So ungefähr. So. Pack das kurz weg. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Keine Ahnung. Ja. Hallo? Ja? Nein, überhaupt nicht. Hi Stream, ich habe den Opti auch. Seitdem macht sogar meine Frau Steaks jeder Art. Das ist doch cool. Wir nutzen den Opti-Grill bei uns so selten, dass ich manchmal nicht weiß, wenn welches Programm wirklich durch ist. Aber das zeigt doch alles an. Boah, ich krieg den seinen Handschuh gerade irgendwie nicht an. Also bei mir, also er piepst ja zum einen. Und er zeigt das doch auch farblich an. Kommt nicht in den Handschuh rein. Dann muss ich mich damit auch mal beschäftigen. Gibt es vielleicht mehr Steaks? Musste der Frau einfach schenken, so. Und dann gibt es ganz oft Steaks. So, ich schneide das jetzt noch durch, weil das ist ein großes Stück Fleisch gerade noch. Dass das quasi 2 Stück werden. Oder? Ja, doch. Ist nicht. Ich schneide das jetzt einfach hier so in der Mitte durch. Ihr seht das jetzt nicht so gut, ne? Mein Mod meint gerade, er würde das im Nachgang schneiden. Ja, ist ja wurscht, oder? Okay, ich schneide es danach. Es dampft schon sehr. Aber er sagt immer noch Preheating. Ich glaube, ich kipp mal kurz. Ich weiß es. Ja. Egal ob Burger, Gemüse, Fisch, bisher noch nie Probleme gehabt. Ja, ich habe bis jetzt auch noch keine Probleme gehabt. Besser gesagt, bei Rind ist es klar, wie lange es braten muss, aber das Hähnchen hatte mich verwirrt, da ich nicht wusste, wann es durch war. Ich halte mich da lieber raus, ja, Gosh. Nee, also ich finde,
ich lasse einfach halt einfach bis es well done ist sozusagen, aber eigentlich ist auch so eine Anleitung quasi mit dabei, wo es auch nochmal erklärt wird. So, also ihr habt gehört, jetzt ist er sozusagen fertig mit Vorheizen. Jetzt kommt da einfach das Fleisch drauf und zu. Muss ich jetzt nochmal irgendwas drücken? Nee, genau. Und jetzt ist es auf blau umgesprungen. Ja, ihr seht es nicht ganz, ne? Guck mal kurz, ob ich es nochmal... Wartet. Habe ich die kleine Kamera noch? Was denn? Nein, ich will die kleine Kamera hier rüberschieben, dass man die Farbe vielleicht besser sieht. Hier, da halt dieses Feld sozusagen, man sieht es nicht so richtig. Aber es ändert die Farbe und es piepst, wie gesagt, nach jeder Stufe. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären. Ich würde es vorher schneiden, sonst hast du eine Kante nicht getoastet. Jetzt ist es zu spät. Das ist nur für Steaks geeignet, erzähl dir nichts anderes. Huhn immer fast durch, kannst nichts verkehrt machen. Ja, also das mache ich auch immer durch. Einfach. Glaubst du, ich lese die Anleitung? Ja, weil sowas macht es vielleicht sogar Sinn. Was mir nämlich mal passiert ist, ich habe mal nicht lang genug gewartet, bis er vorgeheizt hat. Und habe das Fleisch schon draufgelegt. Dann funktioniert das nämlich hier auch nicht mit den Stufen. Weil ich quasi zu schnell war, zu voreilig. Also man muss wirklich immer abwarten, bis er vorheizt. Dann funktioniert das automatisch. Und er kennt ja auch automatisch die Dicke des Fleischs und so weiter. Und macht das anhand dann. Also je nachdem, wie dick das halt auch ist. So lange macht er dann die Stufen und so weiter. Ja. Und es ist ja auch, man kann auch, hier habt ihr auch noch so eine Schneeflocke, wenn das tiefgefroren ist, kann man auch nochmal so einen extra Modus einstellen. Keine Ahnung. So. Wir könnten ja eigentlich gleich mit dem Gemüse sozusagen weitermachen. Genau, jetzt zum Beispiel, jetzt ist es mit dem Kochstart fertig, jetzt geht es weiter zu Rare. Gibt es die Weihnachtsmütze etwa immer noch? Nee, die habe ich nur vergessen rauszunehmen, aber die gibt es nicht mehr. Muss ich machen. Alex von Hu, kurze Frage aus den Bouillon-Kartoffeln. Wir haben jetzt gerade schon, also ich habe schon Kartoffeln geviertelt. Die sind jetzt gerade in einer Auflaufform im Ofen für eine halbe Stunde mit Hühnerbrühe und so weiter. Und da kommt dann auch noch Kräuterbutter und so mit dazu. Und wir machen ein Bohnengemüse noch dazu. Was ja auch nicht funktioniert, wenn du zwei Stück braten möchtest und dann muss man einmal das alte Fleisch rausholen, die Klappe einmal zumachen, sonst startet. Ja, genau. Hast du die Handschuhe nur angehabt, um das Fleisch da reinzulegen oder werden die heute nochmal gebraucht? Nö, werden heute nicht mehr gebraucht. So. Also, was die hier übrigens noch sagen, Steak direkt nach dem Braten in Aluminiumfolie einwickeln und bis zum Anschneiden ruhen lassen. Aber ich glaube, dann wird es auch ein bisschen warm gehalten. Hühnerbrühe gelöst oder Pulver? Pulver. Ist ja ein HelloFresh-Rezept, was ich gerade koche. Ich hatte hier, warte, ich kann es kurz zeigen. Da war die Hühnerbrühe drin. Und dann habe ich es noch ein bisschen gesalzen. So, also, was brauchen wir denn jetzt? Ich mache die kleine Kamera gleich mal rüber auf den Herd. In einen großen Topf aus Schritt 1. Ein bisschen Öl erhitzen, Knoblauch reinpressen, Tomatenwürfel hinzugeben, 2-3 Minuten anschwitzen. Was zwischendurch die Kartoffeln abgießen und 3 bis 4 Esslöffel der Brühe zu den Tomaten in den Topf geben. Bohnenspinat und die Hälfte der Kräuterbutter dazugeben und unter gelegentlichem Umrühren weitere 4 bis 6 Minuten köcheln lassen, bis der Spinat zusammengefallen und die Flüssigkeit etwas eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Okay. Also, muchas gracias, viel Erfolg noch. Ja, sehr gerne und Dankeschön. So, also. So, glaube ich. Ja, so sieht man den Topf. Also erstmal ein bisschen Öl in den Topf. Ruhen lassen, ja, aber nicht in Folie. Kannst den Kochtopfdeckel drüber packen, um halt Alufolie. Ja. Ja. Also erstmal kurz das Öl erhitzen. Nö. Das ist doch mal Infotainment-Stream, wie mir gefällt. Sehr schön, das freut mich.
Nein, ich rate, bis es durch ist. Nein. So, Knoblauch hineinpressen. Jetzt warte ich noch. Wo habe ich? Ich habe nicht meine Knoblauchpresse. Hier. Und Knoblauchzehe, die habe ich noch nicht geschält. Mein Mod wollte mich gerade dazu überreden, dass ich es schon ein bisschen vorher runternehme, das Steak. Und ich habe gesagt, nein, ich will, dass es durch ist. Nein, nein. Kann ja jeder für sich entscheiden, aber bei mir ist das, muss das durch sein. So, also. Dunkelorange wenigstens, nö. Knobi, ja. Knobi ist immer gut. Ich habe auch so Knoblauchgranulat, was ich super gern benutze, wenn ich keinen frischen Knoblauch da habe. Den finde ich auch hervorragend. Vielleicht zieht noch durch die Restwärme. Ja, das ist mir schon klar, aber trotzdem. Das muss trotzdem so sein. So. Der Knoblauch wehrt sich gerade. Jetzt habe ich es gerade. Nee. Was ist denn das für eine doofe Schale? So, jetzt aber. Das arme Steak, hast du überlebt das schon. Außerdem habe ich dir ein Thermometer geschenkt, 60 Grad sollte eine Stufe sein. Oh, okay. So, also. Knoblauch, Presse, wird jetzt hier reingepresst. Ja, richtig. So. So, jetzt kommen die Tomaten gleich noch mit dazu. Ich gucke gleich wieder in den Chat. Mal den Stecker. Jetzt muss ich kurz in den Chat gucken. Zieh einfach mal rollen, dann löst sich die Haut auch sehr einfach. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, kochen ist Liebe. Ja, macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn das Essen danach noch schmeckt, dann macht es noch viel mehr Spaß. Wirft mit Schokolade im braun angemalten Stein, was ihr bekommt, merkt ihr schon. Hey. So, wir müssen jetzt das Fleisch raus tun. Ihr habt gesagt, einen Topf und einfach einen Deckel drauf, ne? Seht, so sieht das Stückchen Fleisch gerade aus. Ich kann es auch noch kurz unter die... Ja, es läuft auf jeden Fall auch noch Saft raus. Ah, heiß. Ich nehme mal kurz... Da läuft noch sehr viel Saft raus. So, ich nehme kurz die Handschuhe hier drunter. Ich halte es noch mal ganz kurz unter die kleine Kamera. So sieht es aus. So. Und... Deckel drauf. Okay. Also... lecker, ja. Ist halt ein gemeiner, bösartiger Mensch. Ach, Quatsch. So, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen jetzt 4 Esslöffel Brühe abschöpfen und das zu den Tomaten dazu geben. Und dann kommen die Bohnen und der Spinat mit rein. Ich glaube, ich nehme einfach kurz so einen kleinen Schöpflöffel. So einen Soßenschöpfer.
Ist jetzt wieder gut? Ja, doch. Ja, das ist der Ofen. Der Ofen. So. Ich muss das abkönnen. So, okay. Also. Ich denke, ich hoffe, das reicht. Ist nie und nimmer durch? Wieso? Ich werde glauben, dass das durch ist. Oh, Leute, ihr wieder. So. Ich muss jetzt, das habe ich gemacht, Bohnen-Baby-Spinat hier mit reinmachen. Baby-Spinat. Hier. Und die Hälfte der Kräuterbutter. Und dann wird es einfach ein bisschen immer wieder umgerührt und ja, es wird einfach ein bisschen geköchelt sozusagen. Ja, es fällt tatsächlich gerade noch gefühlt alles raus. Ich krieg es halt auch nicht, krieg das nicht da gut. So, ja. Ich lasse jetzt erstmal kurz so. Steck bitte das Thermometer rein. Jeder wie sie mag. 1000 Kanalpunkte, das nicht durch ist. Hey, ihr wieder! Los jetzt! Warte mal kurz, was muss ich noch machen? Hälfte von der Kräuterbutter. Ich kann ja gleich mal gucken. Ich kann sie auch gleich einfach mal durchschneiden. Aber ich muss jetzt kurz das Gemüse noch machen. Die Kräuterbutter ist schon sehr weich geworden. Ja. Benni! Hallöchen, wie geht's? Also bis jetzt hat das mit einem Optikgerät, kann ich nur sagen, immer sehr gut funktioniert. Ich gucke dann gleich mal. So, also Kräuterbutter noch ein Stück mit rein. Ganz gut und sehr, mir geht's auch gut, danke. Stopf du das hier mal wieder rein, anscheinend ist ja jetzt nicht so eine gute Idee. Wieso denn nicht? Muss ich ja sowieso da noch durchschneiden, weil es soll ja zwei Stück werden. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow, Benni. Okay. Mhm. Ja. So, ich kann auch. Ja, ich habe es auch sehr runtergedreht. Ich muss mich ein bisschen hochdrehen. Es war so stark gebrutzelt. Ja, ist auch so. So. Also es wird schon langsam, der fällt ja im Normalfall relativ krass zusammen oder kocht sich zusammen. Kräuterbutter immer mit einer kleinen Spritze Zitrone, hätte ich sogar da. Trocknet aus, was trocknet aus? Deshalb Zitrone. Da machst du auch noch zwei Stücke draus, das ist doch eh schon ein Happen. Nee, das finde ich leicht, reicht locker für zwei. Thioris, Hallöchen. So. Also wo soll ich eine Spritze Zitrone mit reintun? Zur Kräuterbutter. Ich habe hier, muss ich mal kurz schütteln. Ich habe hier so, zwar keine frische, aber trotzdem 100% Direktsaft. Zitrone pur steht drauf. Also ich gehe nur kurz über die Spüle, nicht das jetzt. Nur wenig, ja, ich mache ganz wenig. Vielleicht könnte durch das verfrühte Anschneiden austrocknen. Ja, aber es dauert eh nicht mehr so lang. Ich habe fürs Wochenende 2,3 Kilo schwere Tomahawk da. Das ist eine ordentliche Portion. Ja, da gehen die Meinungen auseinander, was eine ordentliche Portion Fleisch ist, würde ich sagen. So. Bin ganz, ganz, ganz vorsichtig mit dem hier. Das ist so viel Zitrone. Ich hoffe, das ist okay. So. Bin ganz vorsichtig. Yes.
Kannst du die kleine Cam etwas aufzoomen, bitte? Sieht man die anderen Bereiche auch mal. Geht gerade nicht. Das haben wir in... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Ich glaube, das geht gar nicht. Ist tatsächlich einfach eine iPhone SE-Kamera. Und das ist sozusagen schon der weiteste Winkel, den man einstellen kann. Aber man sieht gerade sonst eh nichts. Also ich habe steht sonst nur noch der Topf, wo das Fleisch drin ist und da ist der Deckel drauf. Wir können gute Freunde werden, was habe ich zu essen? Für zwei Leute. Ach so. Ja, deswegen geht das nicht. Für dich allein in Argus oder als Familie? Ich kann noch eins holen. Danke trotzdem. Ja, sehr gern. Also, alles cool. Ich sag ja, sag nur, wie es ist. Also, sonst. Klar, aber. Zwei Leute, zwei Tage, 2,3 Kilo Fleisch passt doch. Ja, genau. So, die Kartoffeln sind jetzt gleich fertig. Also das Rezept gefällt mir sehr gut heute. Das freut mich, wenn euch das Rezept gefällt. Für einen Abend. So, ich bin jetzt gerade noch am Gucken. Also wir müssen jetzt warten, bis quasi das Bohnengemüse ein bisschen andickt. Dann müssen wir mit Salz, Pfeffer abschmecken. Das Rindersteak wird dann in Streifen geschnitten. Kartoffeln und Bohnengemüse nebeneinander auf Tellern anrichten, Steakstreifen dazu anrichten, mit der restlichen Kräuterbutter toppen. Okay. Also die legen das, glaube ich, so, die machen quasi unten auf den Teller Kartoffeln, dann obendrauf legen die so ein bisschen die Steakstreifen und dann so ein Klecks von dem Bohnengemüse sozusagen noch dazu. Nobody, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid mit 50 Zuschauern. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Was habt ihr Leckeres gemacht? Alex, danke dir noch für deinen Follow. Und Markus, auch dir danke für deinen Follow. Ico, servus. Wie geht's dir? Mr. Lava Lava. Sehr cooler Name. Auch dir danke für deinen Follow. Ich habe bestimmt was gebacken bei Nobody, oder? Was? Du könntest uns auch das Bild zeigen, dann müsstest du es nicht beschreiben. Hab ich vorher nicht gezeigt? Ich halte es uns meistens unter die... Sorry, meistens halt es so, warte, ich kann es kurz unter die kleine Kamera halten. So sieht das bei denen aus. Oder ich kann es auch hier kurz. Also so sieht das bei HelloFresh dann aus. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Ah, vielleicht nicht da. Kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Ich finde, die Bilder sehen eigentlich auch immer ganz gut aus, was sie so auf ihre Rezeptkarte mit drauf machen. Ja, ist ansprechend, ne? Finde ich auch. So. Pfeffer. Warum ich mein Salz? Ein Salz ist nicht da. Bin ich blind? Ist das eine Vorspeise? Nee, das ist keine Vorspeise, das ist ein Hauptgericht. Boah, was kostet die? Also ich habe das jetzt mit einem Gutschein quasi wieder gekauft. Die haben regelmäßig so Gutschein-Rabattaktionen bei HelloFresh. Ich glaube, also es ist aber so, die erste Woche kriegt man jetzt irgendwie am billigsten, die zweite dann schon ein bisschen teurer und die dritte wieder ein bisschen teurer. Aber ich glaube, ich habe jetzt für die erste Woche, also ich habe quasi das jetzt für eine Woche, drei Gerichte für je zwei Personen, glaube ich, 18 Euro oder so gezahlt. Ich weiß nicht ganz genau. Abend 47, auch dir danke für dein Follow. Wie man auf dem Foto sieht, ist es gerade genug Fleisch für eine Portion. Ihr wieder für den linken Backenzahn. Es wurden wieder Teigrohlinge für die nächsten Tage vorbereitet und geknetet. Sehr cool. Durch die Brühe benötigst du nur sehr wenig Salz. Ja, das kann gut sein. Roxen meldet sich auch mal im Chat. Ja, wenn es um Steaks geht, melden sich auf einmal alle Männer hier. Das reicht auch für mich so. Ich mache jetzt kurz den Ofen schon mal aus. Ich habe hier noch so ein kleines Salz, weil ich gerade wirklich mein normales Salz irgendwie nicht finde. Ach, da steht's. Ich hab's gerade gefunden. So, also. Ist ja so wohl. Also, der Zahn. Kartoffelneugierig? Ja, ich bin auch neugierig. Aber sind relativ normal. Also nichts Großartiges. Pregarian, das triggert aber die armen Veganer. Ich hoffe, es ist ein Sojasteak. Nein, das ist ein Fleischsteak. Hallo, gibt's hier auch Nudeln? Nee, keine Nudeln. Es werden keine Nudeln gebrochen heute. Es gibt Kartoffeln, Bohnen, Gemüse und Steak. Danke für die Info. 18 Euro für quasi 6 Essen ist ein Schnapper. Ja, also ich sag mal, mit den Gutscheinen ist es echt okay. Ohne Gutscheine kann es schon relativ teuer sein. Es ist halt bequem. Montys, moin, wie geht's?
Muss man wieder Steakbell in Discord posten? Ja, ich glaube, da freuen sich die Leute. Bouillon-Kartoffeln noch nie gemacht, deshalb mache ich sofort mal nach. Ja, also eigentlich relativ easy. So, ich salze und pfeffer jetzt mal noch kurz das Gemüse. Bitte etwas mehr Kartoffeln, Bohnen, ich esse kein Fleisch. Das ist völlig okay, Markus. So. Ja, jetzt schon. Jetzt. Ja. So. Sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Okay. Eigentlich, ich bin gerade am Überlegen, eigentlich ist soweit alles fertig. Das heißt, wir können eigentlich anrichten. Zumal so ein Probiertellerchen. Von wegen Steak und Männer. Ich habe nichts gesagt. So. Jetzt muss ich nur mal kurz hier ein bisschen Platz schaffen. Wir müssen jetzt dann das Steak noch anschneiden. Mal schauen, wie es jetzt von innen ausschaut. Genau. Und dann gucken wir, probieren wir einfach alles ein bisschen. So, nehme jetzt hier einfach schon mal so ein Probierlöffelchen raus. Wie gesagt, ich mache ja immer so ein Probiertellerchen. Wir probieren quasi einmal alles zusammen. Ich kann euch auch gleich nochmal kurz die Auflaufform mit den Kartoffeln zeigen. Jedes Bötchen gibt ein Tötchen, ja. Ich hoffe, das Steak ist maximal. Nein, ich habe das durchgebraten. Ich stehe dazu, bei mir muss das durch sein. Ja. So, also ich hole kurz mal die Kartoffeln noch raus. Ich habe allerdings keinen Platz. Ich muss die dann wieder in den Ofen stellen. Also es sind einfach ganz normale Kartoffeln, die sind geviertelt und in Hühnerbrühe jetzt quasi eine halbe Stunde im Ofen gewesen. Und ich denke, das macht dann die Mischung so. Also die kommen jetzt unten drauf, auf den Teller. Dann ein bisschen Gemüse, das Fleisch quasi oben drauf und halt auch so ein bisschen Kräuterbutter dazu. Ich nehme jetzt einfach kurz den hier. Ja. Oh nein, sie hat es tot als tot gemacht. Ja. Ist ja nicht genug, dass ihr habt noch zwei Portionen gemacht? Nein, sie nascht vorher noch die Hälfte weg. Ist das Hüfte oder Entrecot? Also hier steht Hüftsteak. Hab ich die Gabel? Ich hatte doch vorher eine Gabel. Oh. Keine Ahnung. Wer isst denn bei der Menge alles mit? Das ist ausgelegt auf zwei Personen, das Rezept tatsächlich. Nee, das ist aber durch. Also es ist vielleicht... Warte, ich kann kurz die kleine Kamera noch holen. Dann seht ihr es besser. Also wirklich... Es ist nur ein bisschen schwierig hier, weil ich den Opti-Grill, der ist jetzt noch heiß, den kann ich jetzt nicht so wegtun. Aber ich kann es kurz... So. So mini, mini, minimal. Vielleicht noch rosa. Aber wirklich mini, mini, minimal. Ich finde es gut so. Habt ihr es gesehen? Ja, oder? Nikas verfressen, glaubt mir, klar. Gibt es die Chance auf einem Bordeaux dazu? Habe ich leider nicht zu Hause, Monty. So habe ich nicht zu Hause. So. Probieren wir mal. Ah ja, hier. Kräuterbutter noch dazu, ne? Ich mag Kräuterbutter eigentlich voll gerne. Jetzt habe ich es. So, schneide da jetzt einfach mal rein. Was? Das Loch ist jetzt stich ins Fleischherz. Eieiei.
Nee, habe ich nicht gesehen. Ach da, oh, jetzt habe ich das Loch auch gesehen. Ihr wieder. So, probier mal. Ich weiß nicht, ob ich alles auf eine Gabel bekomme, dass ich alles zusammen probiere. Nö. Ah! Verdammt. Jetzt habe ich es. Ha. Gucken wir mal. Ich fände es schon zu durch. Ist ja okay. Nee, ich finde das gut so. Aber alles gut. Kartoffeln sind auch durch. Nee, ich finde es gut geworden. Schmeckt lecker. Auch, oh, Alex, es waren zu viele Fragezeichen, das hat der Moodboard rausgelöscht. Aber es schmeckt gut. Also das Fleisch ist durch, wie ihr gesehen habt. Kartoffeln sind auch weich und durch. Und das Gemüse, es ist relativ einfach, sage ich jetzt mal, jetzt nicht so eine. Man schmeckt den Knoblauch, finde ich, relativ gut raus sogar. Aber es passt. Also es passt dazu, schmeckt lecker. Ja, passt. Ja, also ich bin zufrieden damit. Oh, mir fällt die Hälfte von der Gabel. Mal kurz gucken. Dass sie schmeckt, ist das Entscheidende. Wie sieht deine Wertung aus zu dem Preis? Finde ich okay. Also ich, wie gesagt, ich habe es halt jetzt aktuell mit Gutscheinen. Dann finde ich es voll okay. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt für die eine Woche 18 Euro gezahlt. Ich glaube, die zweite Woche kostet es um die 22 Euro oder so. Finde ich auch noch okay für drei Gerichte, dass du wirklich gar nichts Zusätzliches kaufen musst. Ist das für mich in Ordnung? Ohne Gutschein wird es meistens, finde ich, ein bisschen teuer. Aber so finde ich es echt in Ordnung. Was kannst du mit dem Essen Ehemann anlocken? Okay, das weiß ich nicht. Gibt's was zu feiern? Ist ja schon fast ein Sonntagsessen. Ja, Sonntag machen wir Backfisch. Da bin ich auch voll gespannt drauf. Ich habe noch nie selber Backfisch gemacht. Auch HelloFresh, wie gesagt. Aber freue ich mich drauf. Knoblauch ist kein Problem. Heute wird nicht mehr geküsst. jetzt gucken wir mal kurz, wo wir noch hinraiden könnten. Da sind gerade gar nicht so viele Leute online, ne? Schwierig. Oh, klingt gut. Ja, ne? Ja, reden wir noch einfach zu Pew rüber. Die spielt Monster Hunter Rise gerade. Jeder sollte Knobi essen, dann küssen auch alle wieder. Das ist richtig, Alex. Ganz einfach, ne? Ja, wie gesagt, war ein relativ kurzer Stream, aber war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Große Steak-Diskussion. Wie gesagt, Sonntag ab 11 Uhr bin ich wieder live. Da machen wir dann den Backfisch mit, ich glaube, Kartoffelpüree oder so. Oder Gemüsepüree. Ja, wenn ihr derzeit Lust habt, würde mich freuen. Sonst wünsche ich euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!